Everybody get up. Als erstes braucht ihr das Programm an sich. Dazu geht ihr in den Play Store. So, da guckt ihr euch jetzt Xsensor an. So, das ist diese App hier. Die könnt ihr auch direkt, wenn ihr Android benutzt, auf eurem Handy runterladen. Also ich habe das jetzt schon auf meinem Handy, aber ihr könnt euch das entweder hier runterladen und nachher auf eure Karte ziehen. Oder halt direkt übers Handy, das ist einfacher. Also zuerst braucht man eine Kartendatei, das ist ger.xcm. So, dann gehen wir hier auf das erste User Map Download. Und hier hat jemand einen Link gepostet, da gehen wir dann drauf. Und dann haben wir hier von der ganzen Welt. Dann suchen wir uns Deutschland. Und dann nehmen wir die High Resolution Map. Und das Ganze speichern wir dann. Das kann einige Zeit dauern. Also jetzt brauchen wir noch die Wegpunkte. Dazu gehen wir wieder auf Xsensor Download. Auf die Website. Dann hier wieder auf Maps Waypoints und dann auf Waypoints. Und dann gehen wir hier auf Welt 2000. Dann gehen wir hier oben auf Downloads. Dann suchen wir uns die CUP-Datei aus. Dann gehen wir hier aber auf die ZIP. Und speichern die Datei ab. So, diese Dateien haben wir dann alle auf unserem Bildschirm gezogen. Dann machen wir einen neuen Ordner. Ich nenne den jetzt mal Xsensor Test, weil ich ja schon einen habe. Und in diesen Ordner packen wir alle Dateien. Den Ordner ziehen wir dann gleich auf unsere Speicherkarte. So, das ist jetzt mal eine Speicherkarte. Und ihr seht, ich habe hier schon einmal meine Dateien drauf. Den Dateiordner zieht ihr dann einfach nochmal da drauf.